Hallo und willkommen zurück zu Vesper. Heute auch nur eine Folge wieder wie beim letzten Mal. Ist ein bisschen später geworden und ich habe tatsächlich noch ein Unboxing aufgenommen. Also, wen Spielzeug in Power Rangers interessiert und Englisch sprechen kann, schaut gerne da auch mal rein. Nicht nur, Spiele auf meinem Kanal, sondern auch Merch. Vorrangig in Englisch, weil, das interessiert meistens die englischsprachige Community, sag ich mal. Aber ich wollte es mal erwähnt haben. Das Aufnehmen war okay, das waren so 10, 12 Minuten, aber... Mist, Grafikkarte kaputt. Die ist doch gerade neu. Spaß beiseite. Das Schneiden und Fertigmachen hat wesentlich länger gedauert. Deswegen, ja. So, wenn ich jetzt runterspringe, sieht er mich. Also, run! Bye! Bisschen Running Man. Man. So. Der macht uns jetzt freundlicherweise die Tür auf. Der ist ein Arsch. Ciao. Ciao. So. Schnell muss man sein bei dem Spiel teilweise. Bin weg. Na, er sieht mich trotzdem. Ich glaube tatsächlich noch ein Locker da. Das ist ja... Er kommt nicht nach, oder? Nee. Also er hat einen Lock auf uns, wenn wir hier sind. Interessant, aber er kommt nicht hinterher. Er springt nicht runter. Such mal noch irgendwelche Secrets. Nee, schade. Whee. Mal sehen, ob wir alle Vögel erschreckt kriegen. Das sieht nicht aus wie Vögel, oder? Kuckuck. Naja, könnte als solche durchgehen. Da ist noch einer. Haha. Achso, ich erinnere mich, wartet mal. Wie war denn das? Das hatte ich ja schon mal tatsächlich. Verstecken. Da kommt nämlich jemand. Ciao. Die Dinger hier sind nämlich eine Art Teleporter, die uns die Kollegen da auf den Hals setzen. Deswegen muss man da ein bisschen aufpassen. Da war das Ding wieder, ne? Ich will das haben. Nein. Naja, gut. Wer weiß, was es damit auf sich hat. Oh, das war vielleicht nicht so schlau. Wartet. Warten, bis der Kollege umgedreht hat. So, Versteck. Und ciao. So, keine Vögel, nichts.
sagt, ich würde gerne alle erschrecken fürs Achievement. Mal sehen, ob wir das hinbekommen. Einfach an der Windmühle festhalten, so. Nee, geht nicht. Wunderschön, die Kulisse, ne? So ein bisschen düster und traurig, aber... Da oben ist noch was. Ich frage, wie wir da rankommen. Ich gehe mal davon aus, wenn ich hier runterballer, bin ich wieder tot. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Wie komme ich denn da? Komme ich da oben ran? Irgendwie? Ich frage so für einen Freund. Ja, das sieht gut aus. Check das gleich mal. Ich muss nur mal... Das da oben lassen wir mal noch zu. Haha. Gotcha. Logbuch. Zieldaten, Forschung und Analyse des als Verderbnis bekanntes Phänomen. Lösung. Sammel der Dokumentation im Vorfeld der Vesper-Protokolle in Zone 452. Wie gesagt, ich lese nicht alles vor, aber so Kleinkram kann ich ja zwischendurch mal einwerfen. So, jetzt ist die Frage, ob wir einfach ungestraft durchkommen oder ob uns wieder irgendwas auf den Hals gejagt wird. Deswegen nicht trödeln. Da unten ist Klaus Günther. Ne. Verarscht. So. Pech gehabt. So, da ist noch so ein Heinz. Jetzt müssen wir aufpassen. Tür auf. Und die nächste. Bevor er Wind von der ganzen Geschichte kriegt. So. Nee. Keine Secrets. Aber Vögel zum Erschrecken. Buh. Haha. So. Noch irgendjemand? Ich geh dann mal. Nee. Bisschen aus wie ein Hirsch. Oder ein Hirsch mit Ü. Ö. Ü und Ö. Ein Hirsch. Ein skurriler Weltraumhirsch. Mit einer Nase wie... Weiß nicht. Irgendwo gegen die Wand gelaufen. Spoiler verbogen. Also, im Frontspoiler verbogen. Also mit dem Zinken auf jeden Fall, würde ich sagen. Erinnert ihr euch noch in der letzten Aufnahme? Das Ding, wo es runtergekommen ist, wo wir auch runtergefallen sind von? Falscher Moment, wir wären vergulascht gewesen, weil dann wären wir wieder hinten beim Kollegen rausgekommen. So, zum Beispiel, weil ich das richtig sehe, haben wir gleich Kollegen auf dem Hals hier. Ja, ciao! Huh?
So. Tschüss. Muss dann mal weg. Schön mit euch. So, bye bye. Spiel mal Running Man. Oder Running Alien, sucht's euch aus. Viecher sind verdammt schnell, ne? Seht ihr, was ich meine? Na 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 na. So, jetzt habe ich gut lachen, solange hinter der Tür ist. Oh, ist unheimlich schick. Was ist wieder das Ding? Beim letzten Mal bin ich hoch. Jetzt ist die Frage, kann ich hier runter oder mache ich einen Abflug? Ich mache einen Abflug. Ja, war klar. So. Hätte ja sein können, dass da irgendwas ist, was versteckt ist. Sah jetzt halt nicht so aus, als ob, ne? Ich meine, das Feuer da hätte ein Indikator sein können, aber... Ja. Ja, das kommt nicht wieder. Okay. Nichts Neues. Schade. Nichts Verstecktes. Wir hatten beim letzten Mal ja auch gelesen, nicht den großen Fahrstuhl benutzen. Keine gute Idee. Ich weiß nicht, ob der hier gemeint war. Wir gehen mal nach hier, weil wir sollen wahrscheinlich in die andere Richtung. Und wir werden belohnt. Jo. Wie gesagt, selber spielen, selber lesen. Gerne in dem Moment. Oder kurz pausieren, wenn ich es gezeigt habe. Und durchlesen, wie ihr möchtet. Ist aber keiner. Nee, ist dasselbe, ne? Ich wollte sagen, es ist kein anderer Fahrstuhl nach unten. Wäre interessant gewesen. So. Ich glaube, bis dato haben wir keinen Vogel verpasst. Zappenduster. Kauert ein Schwert in der Dunkelheit. Er rät. Ist nicht meine Sprache, Entschuldigung. Ich komme nicht zurück, der Baum ist im Weg. Gerade bin ich noch an ihm vorbeigelaufen. Hat mal jemand eine Axt? Ich meine, ich nehme auch zwei Sticks und drei Steine oder so. Oder drei Eisen. Drei Diamant, aber keine drei Holz, Gold meine ich. Oder Holz. Nicht daran erinnert, dass ich mal wieder Minecraft spielen möchte. Und naja, aufnehmen müsste. Ich dachte, es kommt sporadisch, aber machte gerade so viel Spaß, aber irgendwie durch Urlaub und ein bisschen krank und so. Alles nie so geworden wie gehofft. Also krank im Urlaub teilweise. Aber Skyrim habe ich tatsächlich geschafft, sehr weit vorzuproduzieren. Bis zum Ende des Augustes. Aber wenn es mich packt und ich die Zeit dafür finde, sind wir so zwei Faktoren, dann kommt da nochmal eine größere Skyrim-Session hinterher. Porsche ist tatsächlich komplett, hatte ich ja gesagt. Schon abgedreht in dem Moment. Aua, stimmt ja, da war was. Das habe ich ganz vergessen. Ich bin einfach drauf losgelaufen. Den Fehler habe ich beim letzten Mal auch gemacht. Nicht alles, was glänzt, ist natürlich toll. Aber naja, wenn ihr ein Achievement haben wollt, sterbt auf jede erdenkliche Weise, dann müsst ihr da auch durch. Einmal durch diese lustig leuchtenden Granaten.
Oh ja, toll aufsammeln. Bumm. Naja, aufgrund der Form, aber diesmal habe ich nicht drüber nachgedacht. Mich auch nicht dran erinnert. Ciao. Alter. Viecher, ne? Da kommt ja. Ich muss weg. Ich habe was auf dem Herd vergessen. Sorry. So viel zu dem Thema. Hi. Ciao. Junge, Junge. Macht man ruhig. Ruhigen wollte ich sagen. Fuck. Zu früh gesprungen. Fehler habe ich beim letzten Mal auch schon gemacht. Ufts. So reinste Speedrun-Training hier, ne? Ich meine, ich finde sowas selber ganz interessant und guck da auch gerne mal einen Speedrun zu. Aber selber, boah, nee, ist mir zu viel Stress. Wollte eigentlich gerne da oben mal rauf, aber das ganze Knicken ist ich beim letzten Mal schon nicht geschafft, weil ist nicht gedacht wahrscheinlich. So, hätten wir das erstmal erledigt. Uhuhu. Auf in dieses Riesengebäude, Schrägstrich Schiff, was abgestürzt ist. Zack, Close-up. Ich glaube, beim ersten Mal, ich dachte so, huch, das ist aber dicht. Ende wieder. Meine. Schade. Ach ja, das war fies. Hier wird's dunkel zwischendurch. Dann denkst du dir, hä, da geht's lang. Das fehlt nämlich auch gerade noch. Dunkel und die Kackviecher. So. Elegant gelöst. Echt jetzt? Arschloch. Sekunde zu spät. Warten wir, bis der andere wiederkommt. Komisch, dass sie sich gegenseitig nicht behaken, ne?
Nun. Hab. Ciao. Ist weg. Ich klappere jede Ecke ab, falls da irgendwas ist. Oder, naja, fast jede Ecke, sagen wir es mal so. Aber hier hat es gerade gespeichert. Das heißt, Zeit ist auch recht gut. Passt für diese Folge. Beim nächsten Mal wahrscheinlich etwas länger. Vespa genießen. Vielen lieben Dank. Ich kann nicht mehr reden. Das ist ein langer Tag gewesen. Sorry. Also nochmal 3, 2, 1. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, sehen und hören wir uns wieder bei der nächsten Folge Vespa, Skyrim, der Special Edition oder was sonst noch auf dem Kanal zu finden ist. Also, bleibt gesund. Bis dato. Reingehauen.